Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Shalia. Ich wünsche dir einen wunderschönen Freitag. Also, worum geht's heute? Wir sind immer noch im Rahmen von der Simple Business Serie. Und heute möchte ich über das Thema Fake News sprechen. Und zwar vielleicht nicht die Art von Fake News, die du kennst oder was da draußen im Allgemeinen so als Fake News verstanden wird, sondern Fake News, das von innen heraus kommt und die wir sehr häufig nicht als solches erkennen. Wir nehmen das wahr als echt an. Und du kannst es vielleicht schon ahnen, es geht in diesem Video nicht um ein Business-Hack oder wie du einen Kongress in einem Wochenende machst und einfach machst oder ein einfaches Geschäftsmodell, sondern es geht darum, was im Innen geschieht und wie wir durch das Missverständnis hindurchschauen können und dadurch es viel einfacher haben können in unserem Leben, in unserem Business. Und da ist eine Person gerade dazu gestoßen. Ich weiß nicht, wer es ist. Schreib mir einen Kommentar, sodass ich sehen kann, wer da ist. Und zwar, ich wollte beginnen mit der Geschichte dieser Woche. Und zwar, als ich diese Serie losgetreten habe, so das Kick-Off-Video gemacht habe, habe ich erklärt, was für mich Simple Business heißt und auch, was ich davon habe. Und eine Sache, die ich davon habe, dadurch, dass mein Business einfach ist und so gestaltet ist, dass ich freie Zeit habe, habe ich einmal im Monat so eine Free-Flow-Woche, die ich häufig nutze für Urlaub und freie Zeit und Freundschaft und manchmal für strategisches Arbeiten an mein Business, an verschiedenste Projekte oder Ideen. Und ich habe mir vorgenommen, im Januar und Februar schon, dass ich die Free-Flow-Wochen am Anfang des Jahres nutzen werde, wirklich um zu entspannen, um wirklich die Füße hochzulegen oder spazieren zu gehen, irgendwas Nettes überhaupt. Und so habe ich letzte Woche, also genau vor einer Woche, am Freitag, hatte ich einen VIP-Halbtag bei mir zu Hause. Die Kundin ist glücklich nach Hause gegangen. Hallo Eva Maria Andrea. Und ich habe gedacht, so schön, jetzt kommt das Wochenende, jetzt kommt meine Free-Flow-Woche. Und ich habe richtig erstmal die Füße hochgelegt für den gesamten Samstag. Mein Mann war auch Skifahren, ich war allein mit Duke. Wir haben nur einmal die große Runde gemacht. Und Samstag war super. Dann kam Sonntag. Und Sonntag habe ich auch in diesem Gefühl gelebt, so, ich werde heute chillen, ich werde nichts tun, also einfach sein. Und schon am Nachmittag oder vielleicht sogar was in die Mittagszeit hat meine Fake News Melder begonnen, sich zu melden. Hallo Sandra, schön, dass du da bist, winke zurück. Und zwar folgende Fake News habe ich in meinem Nachrichtenticker gehabt. Shalia, du kannst doch nicht einfach die Füße hochlegen. Das geht gar nicht. Du müsstest was tun. Was? Ja, es ist ein Sonntag. Also du müsstest eigentlich mindestens, wenn du nicht arbeitest, die Wäsche falten, vielleicht den Keller endlich ausräumen, dich irgendwie produktiv und aktiv betätigen im Haushalt. Also es geht nicht, dass du einfach dort liegst am Sofa, Netflix-Serien eins nach dem anderen schaust. Das war die erste Fake News-Meldung. Und ich habe mich so über den Tag gerettet, dadurch, dass ich einfach mich einfach ein bisschen erschöpft gefühlt habe, dass ich gedacht habe, ja, aber ich bin müde, ich fühle mich nicht danach, jetzt produktiv im Haushalt tätig zu werden. Und so konnte ich erfolgreich diese Fake News-Nachricht, die auf meinem Ticker war, ignorieren, weitergehen. Am Montag war meine Free-Flow-Woche, es fing an. Und ich dachte, ja, ich fühle mich immer noch, als würde ich gerne mich entspannen wollen, nichts tun, einfach im Sein sein. Und da kam meine Fake News Nachrichtenticker wieder, noch lauter, und hat gesagt, Shalia, du darfst heute nicht einfach dich entspannen und nichts tun. Du bist nicht erfolgreich genug. Du musstest mehr machen. Erfolgreiche Unternehmerinnen, schau mal da draußen am Markt, Kollege X, Kollege Y, Kollege Z. Sie machen das, das und das und das.
und du machst das nicht, also du machst zu wenig, das geht nicht. Fake News, Nachrichtenticker. Okay? Und hier ist das Ding. Wenn meine Fake News Meldungen losgehen, habe ich erst einmal natürlich ein schlechtes Gefühl, weil ein unsicherer Gedanke, und das ist es eigentlich nur, ist es nichts anderes als ein unsicherer Gedanke, führt zu einem unschönen Gefühl im Körper. Mein Körper ist das Instrument als Mensch, was den Gedanken nimmt und übersetzt ihn durch Neuronen im Gehirn, keine Ahnung, Hormone, also alles, was Gefühl ausströmt in meinem Körper, und ich fühle mich einfach schlecht. Und wenn ich diesen Fake News nicht durchschaue und glaube, ist es echt und es fühlt sich echt an, wenn diese Fake-Nachrichten dort sind, dieses unsichere Gedanken tätig sind, ist es sehr, sehr schwierig für mich, häufig zu durchschauen, was gerade los ist. Aber doch, es reicht nur einen kleinen Verdacht, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Da werde ich ein bisschen hellhörig mittlerweile und ich denke, oh je, da ist vielleicht eine Fake News Nachricht dahinter. Und ich kann, wenn ich das durchschaue, und zwar nicht so viel, kann ich Folgendes vermeiden. Ich kann vermeiden, in blinder Aktionismus zu treten. Kennst du das? Egal in deinem Business und Leben, in jeglichem Bereich, wenn unsichere Gedanken kommen und wir glauben, sie sind echt, die fühlen sich echt an, es sieht aus wie die Realität. Wenn ich geglaubt hätte, ja, das stimmt, ich bin nicht erfolgreich genug, ich müsste mehr tun, dann wäre ich aufgesprungen, ich wäre zum Rechner gegangen, ich hätte mir ein Konzept überlegt, was ich noch alles machen müsste in nächster Zeit. Ich wäre tätig geworden, meine Free-Flow-Woche, anstatt einfach zu entspannen. Und das ist auch ein wesentliches Geheimnis oder ein wesentlicher Schlüssel für einfaches Business, ist, dass ganz viel Aktionismus einfach wegfällt. Ganz viele Dinge fallen weg, die wir nicht mehr tun müssen, wenn wir nur den kleinsten, leisesten Verdacht bekommen, dass wir Fake News im Kopf haben. Sandra schreibt, was für ein passendes Thema. Ganz genauso geht es mir die letzten Tage auch. Mein Körper hat Lust auf Ruhe und Entspannung. Mein Kopf sagt aber, hey, du kannst jetzt nicht faulenzen, vor allem nicht 3 Tage hintereinander. Du hast ja noch so viel zu tun. Ja, genau, Sandra. Das ist echt so Fake News, was uns hinzugefügt wird. Wir haben den Verdacht, dass es nicht stimmen könnte. Wir haben die innere Weisheit zu wissen, ja, mein Körper braucht Ruhe und Entspannung. Ich habe Lust auf Ruhe und Entspannung jetzt. Okay? Oh, danke für die vielen Herzis und Blumen und Gesichter und ich weiß nicht was da kommt. Scheinbar ein Nerv getroffen irgendwo da an der Stelle. Was auch ist, wenn wir Fake News als Fake News sehen können oder nur den leisesten Verdacht bekommen, dass es Fake News ist, wir können einfach in uns gehen und uns vergewissern. Ich vergewissere mich, Shelia, der Mensch tickt so. Der Mensch hat unsichere Gedanken, der Mensch hat positive Gedanken, euphorische Gedanken, neutrale Gedanken, über einen ganzen Tag unglaublich viele Gedanken mit unterschiedlichen Qualitäten. Und nichts bleibt fest. Es bleibt nicht fest. Das, was an unsichere Gedanken jetzt da ist, wird vermutlich in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde, in den nächsten Tagen oder vielleicht Wochen, wenn du Pech hast, wieder weg sein, es wird wieder vorbeiziehen und schon kommt ein frischer, neuer Gedanke. Und wenn ich mir dessen gewahr werde, wenn ich dem vertraue, dass ein frischer, neuer Gedanke irgendwann mal vorbeikommt, dann kann ich das einfach aussetzen, was da ist. Und eine weitere Sache fällt von meiner To-Do-Liste weg, nämlich die Sache, wo ich an mir arbeiten muss. Kennst du das? Du hast diese Fake News, du fühlst dich schlecht und du denkst dir, ach, Shalia, du müsstest eigentlich an deine Glaubenssätze arbeiten. Du müsstest irgendwie hinschauen, wo die Blockaden sind, wo es darum geht, warum erlaubst du dir nicht einfach zu sein? Was ich heute sehen kann als Wahrheit ist, dass all diese Dinge nicht notwendig sind. Ich muss nicht den Inhalt meiner Gedanken ernst nehmen. Ich muss mich nicht mit dem beschäftigen.
Ich muss nur warten, in einen ruhigen Zustand kommen und mich vergewissern, dass es wieder vorbeigeht. Und so war es auch. Also ich habe das ausgesessen. Es fühlte sich furchtbar an und ich wollte aufspringen und was tun und ich wollte dieses Gefühl weghaben. Wer hätte das gern? Niemand hat das gern. Aber ich habe es ausgesessen. Dienstag kam und ich habe mit einer Freundin mich entschieden, wir fahren auf ein Wellness, paar Tage in einem wunderschönen Wellness-Hotel, eine Stunde weg von Frankfurt. Bolanz heißt das, wer das noch nicht kennt, im Bad. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Anyway, es war ein Wellness-Hotel. Wir waren wandern, wir haben Deutschlands längste Hängebrücke überquert, wir haben ein Freilichtmuseum besucht, wir haben uns massieren lassen, wir haben lustige Masken gemacht, toll gegessen, viele Mädchengespräche gemacht und so war es auch. Diese blöden Gefühle vom Montag waren einfach verschwunden und nicht durch das Überlagern von durch Aktivität oder Ablenkung, sondern einfach durchs Aussetzen. Und dann war ich wieder frei von diesen Gedanken, hatte eine wunderbare, präsente Zeit. Es war echt herrlich und so lebendig. Und dann kam ich am Donnerstagabend zurück, bin ins Bett gegangen und über Nacht, während ich geträumt habe, kamen die unsicheren Gedanken wieder. Und zwar bin ich heute früh aufgewacht, ich glaube, es war so gegen 6:45. Ich hatte heute auch einen VIP-Halbtag zu Hause. Und kennst du das, wenn du aufwachst und du kannst dich gerade noch erinnern, was du geträumt hast? Es ist noch ganz, ganz frisch in deinem Gedächtnis oder in deinem Bewusstsein. Und zwar in diesem Traum am frühen Morgen, den ich hatte, hatte ich gesprochen mit einer bisherigen Kundin von mir und sie hat mir alle Personen auf dem Markt aufgezählt, die erfolgreicher sind als ich, die das besser machen als ich. Und sie hat mir das gesagt, was ich falsch mache, dort, wo ich eine Schwäche habe. Und ich bin natürlich aufgewacht mit einem irgendwie furchtbar blöden Gefühl im Körper. Und das ist alles nicht echt, das ist Fake News. Ich hatte im Januar eines der besten Monate umsatztechnisch und auch profittechnisch von meiner gesamten Selbstständigkeit. Aber meine unsichere Gedanken, denen ist das total wurscht. Und hier ist das Ding. Unsichere Gedanken werden kommen, wenn du arm bist, wenn du kein einzige müde Mark hast oder Euro heutzutage für eine Zahnbürste. Unsichere Gedanken werden kommen, wenn du sechsstellige Monatsumsätze machen. Unsichere Gedanken werden kommen, wenn du keine Beziehung hast und unsichere Gedanken werden kommen, wenn du in der besten, liebevollsten Ehebeziehung der Welt bist. Und hier ist das Ding bei Fake News. Die macht von keinem von uns, sagt man, gell? Also, die betrifft uns alle. Wir sind Menschen. Menschen haben unsicheres Denken, gell? Die mit der Realität nichts zu tun hat. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir erkennen können, dass Zustände im Außen, Situationen im Außen, Erfolg im Außen, es spielt keine Rolle, weil unsicheren Gedanken kann immer da sein. Und die lässt mich wissen, dass mein Glück, mein Wohlbefinden nicht im Außen liegt. Die liegt immer bei mir im Innen. Und die Qualität meines Gefühls ist mit der Qualität meiner Gedanken in hundertprozentiger Übereinstimmung zu 100% der Zeit. Und wenn ich ein ungutes Gefühl habe, heißt es meistens nur, hey, da läuft ein Fake News Ticker gerade. Und ich brauche nichts zu tun, es fällt ganz viel weg, wenn ich nur den Verdacht bekomme, dass es nicht stimmig ist, oder? Dass es nicht wahr ist, dass es mit mir nichts zu tun hat. Hi Heike, wichtiges Thema, schreibt sie. Ja, das wollte ich einfach nur mit euch teilen heute, weil es ist eine wichtige Komponente von Simple Business ist auch zu verstehen, wo deine Erfahrung herkommt und zu verstehen, wo deine Gefühle herkommen, Gedanken, Gefühlsverbindung zu 100% der Zeit, jedes Mal. Und ich habe keinen Tipp für dich heute. Ich sage nicht, geh jetzt und versuche dich so ruhig zu stellen und dass deine Gedanken setteln oder mach Schritt 1 und 2 oder diese Meditation oder Affirmation. Nein, das gibt es nicht. Je öfter du
den Verdacht bekommst, desto leichter wird es dir fallen, das auszusitzen, was da ist, und mit dem einfach zu sein, was diese Fake News ausgelöst hat. Und desto öfter du das kannst, desto öfter wirst du auch das Vertrauen gewinnen, dass es wieder vorbeizieht. Und dass du nicht falsch bist, du bist nicht gepolt, du bist ein Mensch. Und wir haben gemeinsam eine absolut universelle Erfahrung zusammen. Herzlich willkommen im menschlichen Körper. Herzlich willkommen als spirituelles Wesen auf dieser Erde. Das gehört zu unserem System, zu unserem Programm dazu. Und das macht uns nicht falsch. Du brauchst dich nicht dafür schämen. Und deswegen kann ich dir das erzählen, ohne mich zu schämen oder mich verletzlich zu fühlen. Weil die Tatsache, dass ich diese Gedanken am Montag hatte oder diese komische Traum gestern Nacht, die sagt nichts über mich aus. 0,0. Genauso wie sie über dich nichts aussagt. Alle haben sichere Gedanken. Ob du ein Bauer in China bist oder ob du ein Manager in New York City oder eine Online-Unternehmerin in Frankfurt. Gell? So, die Heike hat geschrieben, wenn Mangelgedanken kommen, rufe ich Erfolgsmeldungen ab. Damit neutralisiere ich sie. Ich das meistens. Sehr schön, Heike. Heike Rundell schreibt, hi Shelly, es ist wirklich spannend herauszufinden, was Fake News und was wirkliche Herzenantriebsgedanken sind. Wenn ich innerlich ganz ruhig bin, ist es das Herz. Wenn ich aufgewühlt bin oder nervös dabei oder unruhig ist, dann ist es Fake. Absolut. Absolut, Heike, das ist das Ding, gell? Fake News, unsichere Gedanken, fühlt sich anders an. Wir können das spüren. Bei mir ist es irgendwie Druck und Dringlichkeit und Aktivismus springen wollen und Schamgefühle vielleicht manchmal, so solche Dinge. Und für dich ist es dieses aufgewühlt, nervös sein, unruhig sein. Innere Herzensangelegenheiten, innere Weisheit. Es ist fast wie ein Ungefühl. Es ist so gechillt, so ruhig, so klar, so von uns herauskommen, dass wir überhaupt das gar nicht spüren. Manchmal entdecken wir uns dabei, wie wir unsere innere Weisheit umsetzen, währenddessen, dass wir es umsetzen. Und es ist wie ein leiser Prozess, ein ja, it just happens, oder? We just do it. Ganz, ganz, ganz klar. Silke Königer schreibt, Fake News Ticker, exzellentes Bild. Dankeschön, Silke Königer. Ich kam irgendwie heute früh drauf. So, ich wünsche euch ein so schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Ich habe keine Ahnung, was das Thema sein wird. Wir werden schauen, was mir in den Sinn kommt nächste Woche. Vielleicht am Mittwoch, Freitag. Wir werden schauen, wann es ist. Bis dahin, beobachte deinen Nachrichtenticker. Schau mal, was Fake News ist, wann es aufkommt. Schau mal, ob du es aussitzen kannst. Wenn ja, so toll. Wenn nicht, bewerte dich nicht dafür, sei liebevoll mit dir. Auch das kann ich auch nicht immer. Also das, was Montag geschehen ist, wo ich diesen Fake News ausgesessen bin, kann durchaus sein, dass ich in einem anderen Tag Fake News habe, da ich durchschaue das nicht und ich gerate in eine Panik, in einen Aktivismus. Auch da sei akzeptant und liebevoll mit dir. Okay? Gut, das war's. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.